Hallo, gestern haben die amerikanischen Zentralbanken den Leitzins erneut angehoben. Heute ist die EZB nachgezogen und hat ihrerseits den Leitzins um 0,25% angehoben. Ich nehme eine wachsende Anzahl an Kommentatoren, an Nachrichten wahr, die sagen ja eigentlich, die Inflation ist auf breiter Front am Zurückgehen. Warum erhöhen die Zentralbanken die Leitzinsen nach wie vor? Ich glaube, dass die ein bisschen zu einseitig denken, dass sie nur eine Komponente sehen, nämlich die Inflationsbekämpfung. Es gibt aber noch eine andere wichtige Komponente, die Staatsfinanzierung bei den Leitzinsen, und die wird außer Acht gelassen. Dadurch tut man sich schwer zu erklären, warum die EZB den Leitzins nach wie vor anhängt. Ich möchte das in dem Video ein bisschen genauer ausführen. Ja. Eingangs erwähnt, das, was viele Medien schreiben, ist natürlich richtig. Ja. Die Inflation ist eine Folge des Gelddruckens, der Ausweitung der Geldmenge. Damit hat man systematisch nach der Griechenland-Krise, nach der letzten Finanzkrise begonnen und hat dann im immer stärkeren Umfang neues Geld gedruckt, bis zur Zeit der Corona-Maßnahmen, als man eigentlich Geld gedruckt hat, als gäbe es kein Morgen. Ich habe da andere Videos dazu gemacht. Man hat also hier in den USA oder auch in der Eurozone die Geldmenge innerhalb von 2 Jahren nahezu verdoppelt. Ja, und wenn immer mehr Geld da ist, Geld nicht mehr knapp ist, dann verliert seinen Wert und ergibt Inflation. Das haben die Zentralbanken versucht, zuerst klein zu reden. Sie haben versucht, die Inflation über die Propaganda zu bekämpfen und haben versucht, der Inflation einzureden, dass sie nur vorübergehend transitory ist. Das Wort ist 2021 andauernd gefallen. Das hat aber die Inflation nicht beeindruckt. Solange man die Geldmenge immer stärker angehoben hat, ging die Inflation auch weiter in die Höhe. 2022 hat man dann eingesehen, dass man wirklich was tun muss. Im März, April 2022 haben die USA aufgehört, neues Geld zu drucken. Im Sommer 2022 ist dann auch die EZB nachgezogen und druckt ihrerseits kein neues Geld mehr zur Staatsfinanzierung. Das hat die Inflation auch dann zurückgeholt. Die Inflationsbekämpfung der Zentralbanken, so viel kann man bisher sagen, scheint funktioniert zu haben. Ich habe andere Videos gemacht, wo ich anhand von diversen Frühindikatoren zeige, dass die Inflation auch in der Eurozone auf breiter Front am Zurückgehen ist. Ich erwarte, dass die Inflation in den nächsten 2-3 Monaten doch eher weiter absinkt, vielleicht konstant bleibt, ja, aber solange die EZB kein neues Geld druckt, wird die Inflation nicht mehr in den zweistelligen Bereich gehen, wie sie letzten Winter in vielen Ländern der Eurozone war. Es gibt aber eben noch eine zweite Komponente bei den Zinserhöhungen, die momentan in der Berichterstattung ziemlich ignoriert wird, und auf die möchte ich jetzt in dem Video aufmerksam machen. Die Zinserhöhungen sind natürlich auch Ausdruck eines Kampfes um Kapital. Also es gibt einen internationalen Kapitalmarkt, vielleicht ist da Nordkorea nicht dabei und momentan vielleicht Russland nicht dabei oder doch, das ist jetzt nicht so wichtig, aber Kapital konkurriert weltweit miteinander. Ja? Also wenn jemand da heute 1000 Euro anlegt, und ich habe solche Gespräche in den letzten Monaten immer wieder geführt, dann denkt er zum Beispiel ganz real darüber nach, ob er es einfach in Europa auf der Bank liegen lässt, als Festgeld oder so. Die Bank nutzt das dann oft, um ihrerseits Staatsanleihen von der Eurozone zu kaufen, oder ob er nicht direkt in Staatsanleihen zum Beispiel in den USA investiert, kriege ich aktuell 4% Zinsen, das erscheint vielen Menschen attraktiv, dann wandert das Geld von der Eurozone in die USA zum US-Staat, und der US-Staat kann so ausgeben. Ja. Und ebenso hängen Länder wie Brasilien oder Argentinien, Singapur oder Australien oder auch Indien am selben internationalen Kapitalmarkt. Und vor allem, wenn das Geld nicht direkt veranlagt wird, sondern zum Beispiel über Pensionsfonds, dann sitzen da überhaupt Profi-Anleger, die eben weltweit mit gewissen Ausnahmen investieren. Ja. Und Geld, das halt zum Beispiel aktuell gerade in die USA fließt, kann dann der US-Staat verwenden und zum Beispiel Importe aus wiederum Brasilien
zu finanzieren. Ja. Und diese Güter, die dann in Brasilien hergestellt werden, die wandern dann mit dem Geld, das zum Beispiel aus der Eurozone kommt, ja, indem eben ein Anleger aus der Eurozone das Geld in US-Staatsanleihen investiert hat, dann wandern also Güter von Brasilien, die zum Beispiel ohne diese Transaktion nach Europa gewandert wären, jetzt in die USA. Ja. Und was man feststellen kann, und da möchte ich ein bisschen genauer drauf eingehen, weil hier viele Falschdarstellungen gemacht werden, ist, dass die Zentralbanken zwar aufgehört haben, neues Geld zu drucken, allerdings sind die Staatshaushalte nicht konsolidiert worden. Ja. Man hat mit dem neuen Schuldenmachen nicht aufgehört, ja, wie in der Zeit vor der Finanzkrise oder von der Höhe her zumindest vor der Corona-Zeit, sondern man gibt immer noch immens viel Geld mehr aus, als man einnimmt. Und das Geld muss man aber, wenn es einem nicht mehr die Zentralbank einfach druckt, ja, was dann eben zur Inflation führt, das will man jetzt nicht mehr, dann muss man sich dieses Geld am Kapitalmarkt ausborgen. Und der Preis für Geld auf dem Kapitalmarkt ist der Zins. Das heißt also, wenn die USA zum Beispiel jetzt immer vorpreschen und die Zinsen noch um 0,25% weiter anheben, dann bleibt eigentlich der Eurozone, der EZB, kaum was anderes möglich, als nachzuziehen und die Zinsen ihrerseits zu erhöhen, weil man sonst die Staatsdefizite nicht finanzieren könnte. Und wenn man uns die Staatsdefizite ein bisschen genauer anschaut, ich bin da sehr vertraut mit den Daten aus Österreich, mit denen ich mich seit vielen Jahren beschäftige, da habe ich aktuell im Zahlenspiegel der Statistik Austria, das ist also quasi ein behördliche Daten, das sind ganz hochoffizielle Daten, nachgeschlagen. Es wird also ganz gern so ein Budgetdefizit im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt angegeben. Das ist momentan in Österreich offiziell 3,2%. 3,2% Neuverschuldung klingt nach nicht viel, wäre auch nicht viel, vor allem bei einer Inflationsrate im letzten Jahr von 8%. Also das sind Daten aus 2022, diese 3,2% Neuverschuldung. Aber ehrlich gesagt sind diese 3,2% das Papier nicht wert, auf dem sie stehen. Ja. Sie sind vollkommen falsch berechnet. Wenn ich mir reale Zahlen ausrechne, dann schaue ich mir zum Beispiel gern an, um wie viel steigt die Verschuldung innerhalb eines Jahres an, ja, in Euros. Und das sind in der Republik Österreich im letzten Jahr 16,4 Milliarden Euro gegeben. Also die Republik Österreich war Ende 2022 mit 16,4 Milliarden mehr verschuldet, als sie das zu Beginn 2022 war. Dagegen gibt es ganz offiziell Staatseinnahmen von 221,7%. Wenn ich also die Neuverschuldung im Verhältnis zu den Staatseinnahmen rechne, also so wie das jeder Betrieb rechnen würde, ja, wie viel hat der Betrieb im letzten Jahr Verlust gemacht, wie hoch sind die Einnahmen gewesen, dann komme ich hier also auf ein Defizit, das real meiner Meinung nach da ist, von 7,4%. Warum ist das offizielle Budgetdefizit nur halb so hoch, nicht einmal halb so hoch als das, was ich mir so simpel ausrechne, wenn man es im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt setzt. Ja, nur das Bruttoinlandsprodukt ist eine Größe, wo auch viele Schätzungen drin sind. Zum Beispiel gab es Neuerungen innerhalb der Europäischen Union bei der letzten Reform der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Danach wären jetzt zum Beispiel auch Zwangsprostitution und Drogenhandel, das ist leider kein Witz, ins Bruttoinlandsprodukt eingerechnet. Die wurden da vorher nicht eingerechnet, das heißt durch diese Reform, ja, das ist jetzt ein kleiner Posten, aber dennoch wird das Bruttoinlandsprodukt größer, das heißt, wenn ich reale Staatsschulden in einer gewissen Höhe mache, wird das Budgetdefizit durch diese andere Berechnung jetzt auf einmal kleiner. Deswegen schaue ich mir viel lieber reale Daten an und mein Vertrauen ist da in die Statistik hoch genug, also in die Statistikbehörden, dass sie die auch real und echt wiedergeben. Ich glaube nicht, dass hier etwas manipuliert wird, aber es wird oft schön gerechnet. Deswegen bin ich sehr vorsichtig eben bei Größen wie das Bruttoinlandsprodukt oder der Verschuldung im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, wenn hier Schätzungen, Modellannahmen reinspielen, weil zum Beispiel Zwangsprostitution kann ich nur schätzen, ja, weil das ja zum Glück nichts Offizielles ist. Also am schönsten wäre es natürlich, es würde das Thema nicht geben, aber es ist da
Wenn jetzt also die Behörden das in das Bruttoinlandsprodukt einrechnen, und nochmal, das ist keine Parodie, das ist keine Satire, sondern das wird gemacht seit 2015, glaube ich. Ja. 2014 wurde das noch nicht gemacht. Der Ehrenrettung halber kann man auch sagen, die österreichischen und die deutschen Statistiker waren nicht glücklich drüber, dass die EU gesagt hat, das muss jetzt so gemacht werden. Man wollte das vereinheitlichen, aber jetzt machen sie es so. Ja. Und das ist aber natürlich auch ein Schätzwert. Und bei Schätzwerten bin ich immer sehr vorsichtig. Da kann es immer den Anreiz geben, etwas besser darzustellen, also in dem Fall schlimmer darzustellen, wenn ich den Faktor aufblähe, aber dadurch wird das Bruttoinlandsprodukt eben höher und die Verschuldung im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt wird niedriger. Wenn ich mir aber dagegen die realen Daten anschaue, ja, also wie viel Schulden hat die Republik Österreich am Beginn 2022 und am Ende 2022 und im Zahlenspiegel der Statistik Austria finde ich auch diesen Wert, dann habe ich also eine Neuverschuldung von 16,4 Milliarden, dazu im Verhältnis 221,7 Milliarden an Staatseinnahmen. Und wenn ich jetzt also rechne, wie viel wurde neue Schulden aufgenommen, wie hoch sind dagegen die Staatseinnahmen, dann komme ich drauf, dass die Neuverschuldung 7,4% im Verhältnis zu den Staatseinnahmen ausmachen. Und ich habe mir in der Vergangenheit, jetzt nicht für dieses Video, aber in der Vergangenheit mal die Daten aus Italien oder Spanien oder Frankreich angesehen. Ja. Also Österreich steht durchaus relativ gut da. Ja. Und ich glaube auch, dass diese Tricksereien in Österreich nicht schlimmer sind als woanders. Also das ist ein Problem, das überall existiert. Ja. Wenn ich dann nur zum Beispiel den Schuldenstand der Republik Österreich mit 350,8 Milliarden Euro im Verhältnis zur Staatseinnahmen setze, dann hätte ich also ein Budgetdefizit, eine Gesamtverschuldung von 158% im Verhältnis zu den Staatseinnahmen, aber halt nicht zum BIP. Ja. Auch die Staatseinnahmen sind in Österreich als letzte Zahl im letzten Jahr um 9,2% angestiegen. Die Ausgaben sind aber noch schneller angestiegen, sodass das Weginflationieren der Schulden eigentlich nicht funktioniert. Wenn man sich also Österreich anschaut, aber auch die USA oder Italien oder Frankreich, nahezu jedes Land, also ich habe mir die Staatsverschuldung von Djibouti noch nie genau angeschaut und ich glaube, es gibt Ausnahmen wie Norwegen oder andere Länder, die sehr viel natürliche Ressourcen haben, die Budgetüberschüsse haben, aber nahezu alle großen Länder der Welt, die ich mir angesehen habe, haben also enorme Defizite, die sie auch nach Rücknahme der Corona-Maßnahmen nicht mehr auf ein vernünftiges Niveau zurückgeführt hätten. Ja, also 3,2% Neuverschuldung klingt wirklich nicht viel. Wäre das die Realität, dann wäre es auch nicht viel. Real sind es aber in der Republik Österreich, eben wenn man die Neuverschuldung im Verhältnis zu den Staatseinnahmen setzt. Das sind beides Größen, die kann man messen. Die misst die Statistik Austria und ich kann sie mir dann anschauen. Die müssen nicht geschätzt werden. Dann bin ich bei einer Neuverschuldung von 7,4% oder der österreichische Staat hat eben ganz real im letzten Jahr 16,4 Milliarden mehr gebraucht, ja, als er mehr gebraucht, als er an Einnahmen hatte. Die musste sich irgendwo ausborgen und dafür muss er Zinsen zahlen. Ja. Wenn die Zinsen zu niedrig sind, ja, das ist jetzt eben das Schlagende für die EZB, dann kriegt er dieses Geld nicht. Dann hätte er diese 16,4 Milliarden, die der Staat aber brauchte in Österreich, um seine Ausgaben zu finanzieren, nicht bekommen. Ja. Und das ist der Grund, warum ich glaube, dass die EZB quasi immer nachziehen muss und die Zinsen weiter erhöhen muss, auch wenn die Inflationsbekämpfung, also zur Inflationsbekämpfung wird das aktuelle Zinsniveau wahrscheinlich schon ausreichen. Damit ist es aber nicht getan. In den USA habe ich mir das größer angeschaut, also nur Pi mal Daumen, ein bisschen gegoogelt. Aber da dürften die Zahlen im letzten Jahr real so sein, dass in etwa 8.500 Milliarden an Staatseinnahmen da sind, reingekommen sind. Und es wurden ungefähr 10.000 Milliarden, also in den USA ist alles eine Kategorie größer, ausgegeben. Was also heißt, dass die USA im letzten Jahr 1.500 Milliarden mehr ausgegeben haben, als sie eingenommen haben. Ja, und hier ist die Wirkungsweise dieselbe wie bei der Republik Österreich, nur dass die USA auf dem weltweiten Kapitalmarkt deutlich mehr Einfluss haben als Österreich, wo die Summen also im Verhältnis kleiner sind. Wenn ich zum Beispiel weltweit davon ausgehe, dass man zum Beispiel, also als Hausnummer, ja, 1 Milliarde Sparer
hat, die ihr Geld, also die genug Geld haben, um darüber nachzudenken, ob sie zum Beispiel US-Staatsanleihen kaufen könnten oder nicht. Ja. Dann sind das also pro Sparer weltweit, wären das dann 1500 Dollar, die im letzten Jahr in die USA gewandert sind. Ja. Man kann sich auch die Leistungsbilanz der USA anschauen, also die USA importieren viel mehr Güter, als sie exportieren. Das heißt, sie müssen den Überschuss, den sie importieren und der über die exportierten Waren hinausgeht, irgendwo bezahlen. Und das können sie nur über Schulden bezahlen, wenn ihnen irgendwer vom Ausland gleichzeitig Geld borgt. Und das funktioniert über die Leitzinsen. Und die USA haben das, glaube ich, insgesamt sehr gut gemacht. Also wie viel der Zufall ist und bewusste Strategie, möchte ich ja offen lassen. Aber zumindest von der Wirkungsweise her haben sie das sehr clever gemacht, dass sie doch eine der ersten Zentralbanken waren, die in raschem Tempo die Zinsen erhöht haben. Sie sind also auch immer ein Eck vor der EZB oder vor anderen Zentralbanken der Welt. Und das heißt, ich glaube, dass momentan, oder es ist ganz sicher so, Geld von der ganzen Welt in die USA fließt und dieses enorme Budgetdefizit in den USA finanziert. Also noch einmal, die USA haben im letzten Jahr rund 10.000 Milliarden ausgegeben vom Staat her, aber nur 8.500 an Einnahmen gehabt. Daraus ergibt sich ein Defizit von 17,6%, eben wieder nicht, wenn ich es im Verhältnis zum BIP setze, da kann man viel Schindluder treiben mit dem Bruttoinlandsprodukt, sondern wenn ich sage, wie viel wurden im letzten Jahr ausgegeben, wie viel sind eingenommen worden, die Differenz davon, und die setze ich in Verhältnis zu den Staatseinnahmen, dann habe ich also als Ergebnis, dass die USA im letzten Jahr 2022 um 17,6% mehr ausgegeben haben, als sie eingenommen haben. Und dieses Defizit muss ich Jahr für Jahr finanzieren. Und dafür reichen vermutlich Quellen im Inland auch gar nicht aus, abgesehen davon, dass auch ein Pensionsfonds zum Beispiel in den USA auch in japanische Staatsanleihen investieren könnte. Ja. Also auch der ist dem internationalen Kapitalmarkt gegenüber und hat weltweit Investitionsmöglichkeiten. Und um eben die Sparer weltweit dazu zu bringen, 1500 Milliarden pro Jahr an den US-Staat zu geben, muss ein ordentlicher Zinssatz bezahlt werden, ja, mit 0,25% Zinsen, wie ich also das zeitweise während der Corona-Maßnahmen zumindest in der Eurozone hatte, wo ja die Staatsschulden teilweise sogar mit negativ verzinst waren. Damit komme ich in einer Welt, wo Geld auf einmal knapp wird, weil die Notenbanken die Staaten nicht einfach über die Druckerpresse finanzieren, was sie jetzt eben einige Jahre gemacht hat. Zur Inflationsbekämpfung hat man damit aufgehört. Aber jetzt müssen sich die Staaten wieder real verschulden und dafür sind Zinsen notwendig. Und jetzt besteht keine 1:1 Beziehung zwischen Leitzins und Staatsanleihen. Der Leitzins ist aber doch das Vehikel, worüber die Zentralbank das Zinsniveau in der eigenen Nation, im eigenen Land maßgeblich steuert. Ja. Also je höher der Leitzins, desto höher, nicht ganz 1:1, aber in der Tendenz, desto höher sind auch die Staatsanleihen verzinst, desto höher sind auch andere Sachen verzinst. Ja. Und die USA haben das also zumindest, also ob es bewusst ist, weiß ich nicht, ja, aber ganz clever gemacht. Sie sind als erster losgelaufen. Also ganz streng genommen war die Bank of England noch ein bisschen davor dran, aber die USA waren sehr früh dran bei der Zinswende gegenüber anderen Zentralbanken und dadurch konnten die USA auf der ganzen Welt Geld einsammeln und so ihr Defizit finanzieren. Jetzt haben wir aber eben, wie ich mit dem Beispiel Österreich zeigen wollte, aber es trifft eben auch auf Italien oder auf Frankreich zu, jetzt haben auch viele Euro-Staaten immense Budgetdefizite. Ja? Defizite, die viel höher sind, als das eben mit den offiziellen Angaben, die nicht falsch sind, aber man rechnet das eben schön. Ja? Man hat einen Ausgleichshaushalt, wo man die Zinszahlungen nicht mit einrechnet und so weiter, aber da macht vieles in der Berechnung meiner Meinung nach wenig Sinn. Ja. Weil wenn ich 100 Millionen Euro zusätzlich für Zinszahlungen ausgeben muss als Staat, dann habe ich die 100 Millionen auch nicht für was anderes, ja, sondern muss sie eben den Gläubigern zahlen, warum man das ins offizielle Budget nicht einrechnet. Also hat meiner Meinung nach nur den Grund, um die Daten offiziell ein bisschen besser darzustellen. Ja. Aber in der Realität hat man es also nach den Rücknahme der Corona-Maßnahmen nicht geschafft, die Budgetdefizite in der Eurozone wieder in den Griff zu kriegen, auch nur irgendwo annähernd einen ausgeglichenen Haushalt
zu haben. Und das heißt, man ist darauf angewiesen, dass man Jahr für Jahr viele Milliarden, eben in Österreich kann ich es eben fürs letzte Jahr beziffern mit 16,4 Milliarden, ja. In Deutschland werden das eher gegen 200 Milliarden sein, ja. In Italien habe ich es mir auch für das letzte Mal angeschaut, da ist das Defizit ungefähr 100 Milliarden groß. Und dieses Geld muss man jetzt irgendwo einsammeln. Ja? Und hier stehen die verschiedenen Staaten natürlich in Konkurrenz zueinander. Also als Sparer habe ich ganz real die Möglichkeit, in Staatsanleihen der Republik Österreich zu investieren oder auch in US-Staatsanleihen. Und da spielt der Zins eine gewaltige Rolle. Und ich glaube, das ist das, was einige Beobachter, die momentan nicht verstehen, warum die EZB die Zinsen immer weiter anhebt, ja, ins Kalkül ziehen müssen. Also bei der Inflationsbekämpfung gebe ich den Beobachtern, wo ich hier eben Kommentare höre oder lese, durchaus recht. Ja. Die Inflationsbekämpfung hat funktioniert. Für die Inflationsbekämpfung würde es meiner Meinung nach reichen, wenn man die Zinsen jetzt einfriert oder auch auf dem Stand, wo sie im Juni waren, belässt, kein neues Geld mehr druckt. Ja. Und der Inflationsdruck wird langsam aus dem System entweichen und die Inflation würde zurückgehen. Man hat dann Zweitrundeneffekte mit den Lohnerhöhungen und so weiter, die alle über dem EZB-Inflationsziel waren. Ja. Aber das würde also dann wahrscheinlich noch einige Zeit dauern, ja, aber schlussendlich würde das Geld wieder stabil werden und die Inflation würde irgendwann einmal auch unter die Marke von 2% rutschen. Ja. Aber man könnte eben die Staatsdefizite nicht bedienen. Ja. Und solange die Staaten also ihre Einnahmen nicht unter Kontrolle kriegen, ja, solange wir die Zinsen weiter angehoben werden müssen, und da kommt sicher noch einiges in Richtung Rezession auf uns zu, weil sich auch für die Firmen, ja, die Zinsen so langsam, ja, jetzt in die Bilanzen reinfressen, in die Schuldenstruktur reinfressen. Ja. Also ich glaube, dass wirtschaftlich diese Zinserhöhungen auch in den nächsten Monaten, selbst wenn man jetzt damit aufhören würde, ja, noch einige Effekt hätten. Man kann das auch von der anderen Seite her betrachten. Ja. Wenn ich 100 Millionen Euro oder 10 Millionen Euro dem Staat, egal jetzt ob dem US-Staat oder der Republik Österreich, gebe und die Republik baut damit eine neue Halle, ja, um eine Verwaltungstätigkeit, ein Verwaltungsgebäude oder ein Asylheim oder auch Sozialwohnungen, ja, ist ganz egal, aber dann ist das natürlich eine Halle, die nicht für die Privatwirtschaft zur Verfügung steht. Ja. Also derselbe Stahlträger und dieselben Zementtonnen, ja, können nur ein Gebäude bauen. Ja. Entweder ich gebe es quasi in den staatlichen Bereich oder ich gebe es halt in den privaten Bereich, in die Privatwirtschaft und baue eine Elektronikteil, also egal, jetzt verzettel ich mich, aber ich will damit sagen, ja, also Geld kann nur einmal verwendet werden, ja, wenn ich kein neues Geld über die EZB drucke. Ja. Und das Auto, das man eben quasi im staatlichen Bereich kauft, kann dann privat niemand kaufen. Ja. Und wenn der Staat sehr viel Defizite macht und die über Schulden finanziert und damit aber reale Güter kauft, dann stehen diese Güter den Privatkonsumenten und den Firmen nicht mehr zur Verfügung, ja, und sorgen auf der anderen Seite wieder dafür, dass die Sachen teurer werden. Also ich glaube, diese Zusammenhänge sind wichtig zu verstehen. Also jetzt, nachdem gegenüber den letzten 10 Jahren Geld auf einmal bewusst knapp gemacht wird, die Geldmenge sinkt das erste Mal seit Ewigkeiten, um die Inflation zu bekämpfen, hat das den negativen Effekt, dass die Konkurrenz um Kapital größer wird und das lässt die Zinsen ansteigen. Und wenn die Zinsen in der Privatwirtschaft auf 5-6% ansteigen und Geld dorthin fließt, ja, dann muss wiederum die EZB und die amerikanischen Zentralbanken müssen dann wiederum die Leitzinsen anheben, um wiederum Geld in den staatlichen Bereich reinzubringen. Und wenn ich es von der Warte aus sehe, dann ist es durchaus ganz logisch, ja, als Standortpolitik, vor allem für die Politik, für den Staat, ja, machen die Zentralbanken also das, was notwendig ist, um diese immensen Defizite zu finanzieren. Und solange diese immensen Defizite nicht kleiner wären, wird das meiner Meinung nach auch nicht aufhören, sondern die Konkurrenz um Kapital könnte sogar noch größer werden. Gut, das war heute ein kurzer Kommentar zu den Leitzinserhöhungen der letzten 2 Tage. Ich hoffe, das war für den einen oder anderen interessant und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Grüß euch.